Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News vom 15.16.2014. Und die Themen sind: YouTube wird ein paar inaktive Accounts löschen, dann das Drake-Projekt muss leider wieder verlegt werden, weil, also zu einem anderen Modpack, weil ja Attack of the B-Team momentan Probleme macht mit einem Furnace irgendwas und dadurch die Welt nicht mehr betreten werden kann. Und dann haben wir noch Diablo 3, momentan geht sehr gut, viele Aufrufe, Dankeschön. Und ja, Livestream, der geht eigentlich relativ gut, aber es kommen wenig Leute. Erstens, wahrscheinlich sind viele meiner Abonnenten nicht bei Twitch angemeldet oder haben einfach keine Zeit oder sie haben es noch nicht so wahrgenommen. Aber ja, ich werde weiter natürlich livestreamen, auch wenn es nicht gut ankommt. Eventuell kommt das dann ja gut an, plötzlich. Aber ja, gehen wir mal zum ersten Thema, eben die interaktiven Accounts. YouTube wird inaktiven Accounts mehr, sorry, YouTube wird da ein paar löschen oder mehrere löschen oder alle löschen und ich verliere dadurch Abonnenten, aber da mir sowieso nicht die Anzahl, die dort zu schauen ist, sondern eher die Anzahl, die wirklich schaut und so wichtig sind, macht mir das auch nicht viel aus und da kann ich mich ja noch ein bisschen besser verbessern wieder. Und ja, da ich so viele Abonnenten pro Tag bekomme, ist das ja recht schnell wieder bei 255 Abonnenten. Und ich sage nochmal Dankeschön für alle, die mich abonniert haben und liken oder einfach nur anschauen und so weiter. Vielen, vielen Dank. Und ja, da jetzt bald wieder mein Lohn ein bisschen, ja, meine PaySafe Card ich wieder aufladen kann und so. Also auf der paysafecard.com/de oder so kann ich da wieder ein bisschen Geld drauf tun mit PaySafe Cards und das kommt dann den Spielen und das Let's Play ist gut. Also zuerst kaufe ich ein Spiel und wenn das gut ist, dann werde ich es Let's Playen und so weiter und eventuell kommen also in den nächsten paar Tagen ein neues Projekt plus Soulstorm kommt wieder zurück. Da muss ich zuerst noch installieren und so weiter. Aber es wird wieder zurückkommen und nach der Kampagne kommen auch ein paar Mods rein und so weiter. Also dann eben das Problem, eventuell werde ich den Ding-Mod nehmen, den Terra-Firma-Kraft-Mod, aber da muss ich dann immer wieder im Wiki schauen, darum gibt es dort manchmal Unterbrüche. Der Pixelmon-Mod geht weiter. Das Pixelmon-Projekt, da hat es keine Fehler und da haben wir ja eine grüne Fläche gefunden, eine Waldfläche, können wir schön etwas Großes bauen. So, dann, Ding kommt öfters, Conquer the World kommt öfters, Path of Exile kommt auch wieder öfters und im Livestream werde ich Champions of Regnum machen und Path of Exile und eventuell andere Sachen, die im Fenstermodus gehen. Und auch Minecraft manchmal, vielleicht in Minispiele oder so. Ja, also, okay, das war eigentlich alles. Shakes and Fidget, dort werde ich dann ab Level 50 oder so aufnehmen. Da bin ich jetzt Level 26 und es geht relativ schnell. Also, das war's mit den News. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Samstag oder Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.